zu raten. Da gibt's noch eine Kiste und... Ich weiß schon, was ich machen muss. Denke ich mal, oder? Nee. So, hier gibt's auch noch eine Kiste. Mit roten Orbs. Erfahrungen. Sonstigen Sachen. Ne, die geht nicht kaputt. Schade. Die gehen nicht kaputt. Wie viel Orbs habe ich denn schon? 1850. Wow, nur noch 400. Ah, schönes Fußball. Krieg ich nicht so viel. Athener Marktplatz. Krieg ich nicht so viel Blasen an den Füßen. So. Hier gibt's nichts außer die wenigen Obsidian. Ich warte nur noch prüfen, wie viel. Komm mal her, danke. So. Autsch. Nicht auf die Menschenmenge, meine Güte nochmal. Au. Ich weiß nicht warum, aber Kratos hat den unglaublichen Drang. Okay, ich habe verstanden. Nicht so eine Attacke nochmal. So. Das war irgendwie ganz blöd. Hat er da unten seine Klöten? So, wo einer natürlich nicht wo einer ist, dann sind auch Nummer 2 und Nummer 3 nämlich auch nicht gerade in der Nähe. Ist ja nie so. Oh, sorry. Autsch. Autsch. Autsch, 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 autsch. Autsch.
Ich hoffe, ich überlebe das noch. Ansonsten habe ich ein kleines Problem, weil ich schon länger nicht mehr gespeichert habe. Demnächst du speichern müsste. Das ist scheiße. Gelaufen. Autsch. Das Kratos auch war auch direkt immer auf den Menschen drauf losgeht. Ach, der eine ist schon platt. Oh. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich krieg immer nur die zweite Kratos-Aktion mit. Läuft doch wenigstens so einigermaßen. Das lief auch doof. Der ist auch platt. Sehr schön. Das ist jetzt auch aufgehoben. Ihr könnt euch beruhigen. Menschen von heute. Schade, das. Dass es nicht auch Orbs gibt. Hinfahrt! Komm mir nicht so nahe! Ich will dir nur helfen. Jetzt im wirklichsten Sinne. Lass da bitte rote Orbs sein. Es gibt nicht, das gibt's einfach nicht. So, das ist auch Brüssel. Ich weiß gar nicht, ob ich Magie oder ob ich die Kiste einfach aufheben soll. Na, ich nehme mir mal Magie. Kann, glaube ich, nicht so verkehrt sein. Hoffe ich mal. Nur noch 10 Orbs. Bleib mir vom Leib. Wäre schön, wenn das ja 5 Orbs geben würde, aber es gibt nur einen. Okay, da ist noch Heilung für HP. Da ist noch was. Jawohl, ich hab genug. So, Zyklon des Chaos, L1 und 4, Zyklon des Chaos in der Luft. Geist des Herkules. Jetzt können wir auch, beziehungsweise jetzt kann ich auch schwere Kombos machen. Mut des Herkules, Haar des Rache. Das heißt, das kann ich jetzt machen. Jetzt sind auch die Klingen so ein bisschen
ja, noch größer und noch fetterer geworden. Das geht dann auch noch. Und das können wir auch machen. Wird auf jeden Fall sehr nützlich werden. So, ich wollte nur ein bisschen was ausprobieren. Ist auf jeden Fall schon eine gute flächendeckende Attacke, glaube ich. Auf jeden Fall ab Teil 2 ist das nämlich ein bisschen anders gebaut. Dann ist, vollführt er nämlich die Attacke am Boden. Und nicht so ein Sprung. Cutscene! Ich weiß, wer du bist. Ich kenne deine Taten. Monster! Warte! Hinfort! Geh weg von mir! So, hier sehen wir nochmal die Klingen. Jetzt haben sie auch so einen Schriftzug auf. Und natürlich werden die auch mit... Bleib weg! Komm nicht näher! Bleib weg! Ah! Selbst schuld. Er hat gesagt, warte. Aber was mit ihr ist, werden wir dann beim nächsten Mal erfahren. Denn ich spesse jetzt hier ab. Muss leider sagen, dass ich noch die Kiste hier mithole. Das will ich nämlich noch wissen. Ah, eine Phönixfeder. Werden wir auch beim nächsten Mal wieder einsammeln. Oder auch nicht. Klammer zu, keine Ahnung. Auf jeden Fall, die Luke ist verschlossen. Was? Achso, da müssen wir nachher nochmal hin. Gut, dann würde ich sagen, nächstes Mal gibt es dann nochmal die Phönixfeder und damit sage ich bis zum nächsten Let's Play Part. Bloodlust of B, mein letztes Sub.